Bedeuten dir unsere Vorfahren gar nichts? Du schändest unsere Gräber, unsere Geschichte! Atamis würde sie auch ohne mich plündern. So kann ich immerhin ein paar Dinge beschützen. Beschützen? Du siehst doch nur das Geld darin. Mehr Drachmen, die du beim Würfeln verspielen kannst. Priesterin, bitte mäßigt euch. Vertraut mir, das Gesetz wird beachtet. Das sind keine Pharaonen. Das sind unsere Brüder. Väter. Mütter. Und vertrau mir. Unsere Mütter werden dich strafen. Oh Mann. Du hast ein großes Talent, Bayek. Du kommst immer zur rechten Zeit. Seit wann arbeitest du schon für die Grabräuber, Tahmet? Der kleine Zwischenfall in dem Spielerzelt blieb nicht ohne Folgen. Ich hatte die Wahl. Kerker oder den Soldaten bei der Erforschung der Tempel zu helfen. Ah, du bist also die Antiquarin, die Merti erwähnte. Du hast das Ma'at-Ritual untersucht, was? Reis Atem, bitte schweig still. Hä? Wenn Atames Männer erfahren, dass ich ihnen etwas verheimlicht habe, begleite mich. Okay. Und bitte, errege nicht zu viel Aufmerksamkeit. Ach, Menno. Die Aufmerksamkeit erregen ist doch mein Spezialgebiet. In der Nekropole der Noblen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie alle anzusehen. Aber hier sind rothaarige Gläubige. Eine Sphäre. Moment. Könnten das Ramses Nachfahren sein? Ah, da wir vom großen Pharao sprechen. Ich habe einen faszinierenden Papyrus, der... Na, vielleicht sollte ich mir das Ritual selbst ansehen. Sei vorsichtig. In den Gräbern wimmelt es von Atames Männern. Wenn du die Sphäre findest, würde ich sie gerne sehen. Ein Relikt aus den Händen der Götter. Sowas findet man nur einmal im Leben. Einmal? Ah, ich wünschte, es wäre so. Möge deine Klinge hart zu deinen Feinden sein, Bayek. Das ist meine Klinge immer. Aha. Was? Endlich blitze ich auf. Das ging mal flott. Verdammt, wir müssen aufholen. Dann komm her. Hab ich dich. So etwas. Oh, das wird ja mal besser. Ja, so langsam habe ich den Kampf drauf. Ja, jetzt wo wir fast am Ende des Spiels sind. Hey. Nimm nach! Du hättest nicht herkommen sollen! Hey, was?
Was? Das war's. Stirb! Danke. Ach, weiter hinten. Ah, dort. Amun. Gibt es eine Verbindung zum Ritual? Menschen, die ein Relikt anbeten. Priester des Echnaton. Aber die Strahlen fehlen. Ja, wer weiß. Nachfahren, die Tal mit erwähnte. Alle rothaarig. Das heißt wohl, unser kleindiebischer Freund stammt von Ramesses ab. Ich glaube, hier war ich schon. Yep. Ja, war ich schon. Ach, hier ist noch was. Jemand benutzt die Sphäre. Ein Pharao? Eine Frau hält das Relikt hoch. Die Gemahlin Atons? Nofretete? Ob es damals echte Macht hatte? Oder war es nur ein Symbol? Sie führten die Nachfahren von Ramses vor. Aber das Ritual, es ist nicht der Göttin der Wahrheit, sondern einem anderen Gott gewidmet. Die doppelte Federkrone des Amun. Das Ritual stellt die Ma'at für alles unter dem Himmel wieder her. Zu Ehren des Herrn von Theben. Und die Gottesgemahlin an seiner Seite. Die Priester haben das Relikt. Sie hat mich von Anfang an belogen. Aha. Sieh einer an. Isidora. Sie hat den Fluch der Pharaonen erweckt. Und wollte es vor mir rechtfertigen. Isidora streikt mit Tal mit. Könnte ihre eigene Mutter hier begraben liegen? Ach, Ramses ist also derjenige, der jetzt als Geist kämpft. Na, supi. Das kann ja noch schön werden.
Sieh dir das an. Sag mir, was du siehst. Ich sehe dich. Genau wie ich dich zuletzt sah. Über verstaubtem Papyri und immer noch verlierst du mehr, als du gewinnst. Wissen bedeutet nicht unbedingt Weisheit, Bayek. Hast du von Ramses II. Gehört? Der große Pharao? Vater von 100 Kindern? Ah? Er ist der Pharao, der wandelt. Woher weißt du das? Das hier erzählt davon. Seltsam, denn es ist sicher 1000 Jahre alt. Ein großer König mit zersplitterter Seele. Was er will, steht da nicht. Etwa Rache? Oder hat er unerledigte Angelegenheiten? So wie wir alle. Warte, Bayek. Einen Moment, bevor du dich noch umbringst. Zu spät. Der Name des Pharao. Der Schatten des Pharao. Ein altes Ritual, es steht alles hier. Faszinierend. Wenn er wie die anderen ist, weiß ich, was zu tun ist. Aber ich brauche das Pergament. Natürlich. Und? Wie wär's mit Finderlohn? Gib sie mir doch einfach, weil du ein gütiges Herz hast. Falls du das nicht schon beim Würfeln verspielt haben solltest. Ich gebe dir meinen Segen. Ha. Rebe, schütze dich, Bayek! Tja, er weiß halt, wie man mit dir reden muss. Des Pharaos Jib, sein Schut, sein Rennen. So kann ich den großen Ramses zur Ruhe bitten. Gut zu wissen. Ich glaube, den hatte ich gerade besiegt. Also wahrscheinlich da drin irgendwo. Na dann, können wir ja noch schnell machen. Da ist auch ein Eingang. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Oh, schön. Ach, hier war ich schon. Na dann. Dürfte es nicht so schwer werden hier. Lass dich fallen. Danke. Hinterließ Merti Opfergaben zur Sühne für die Taten der Grabräuber? Eine Nachricht von Isidora. Isidoras Mutter sitzt zur rechten Amuns, als Gottesgemahlin. Die Grabräuber ermordeten Nitokris, als sie versuchte, sie am Plündern des Grabes zu hindern. Isidora musste ihre Mutter begraben. Die Sphäre und das Vermächtnis ihrer Mutter gingen an sie über. Sie schwor, sie zu rächen, bekam aber nie die Gelegenheit dazu. Bis jetzt. Jahre später versuchte Merti Wiedergutmachung für die Taten anderer zu leisten. Die wahre Quelle des Fluchs. Ein Mädchen, das seine Mutter verlor, flehte die Götter um Rache an. Das ging wirklich flott. Denk mal, ich mache jetzt noch den Aussichtspunkt. Oh Mann. Jetzt
Jetzt sind schon zwei solcher Anubis-Typen bei mir. Ach, das ist doch immer schön. Ist immer nett, wenn man so beliebt ist. Ich wünsche nur, die würden mich nicht suchen, um mich zu töten. Hey, was? Ich hau doch schon ab, Junge, keine Sorge. Oder auch nicht. Ja. Ich bring dich um. Ja, ich bring mich lieber selbst um, das geht schneller. Oh, ich entkomme euch. So langsam, Leopard. Oh, okay, doch nicht. Gut, ich habe mich getäuscht. Du bist das schnellste Raubtier aller Zeiten. Lass mich am Leben. Danke, Zenu. Der Schatten hat sich erhoben. Ja, bis ich da bin, ist er wahrscheinlich schon wieder weg. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Na toll. Ich soll ihn ja eh erledigen, also kann ich es ja gleich mal machen. Man sollte nur vorsichtig sein. Ich bin weg. Ich bin nur auf Mumienjagd, also... Da ist er also. Ich sehe dich, du Penner! Ja, natürlich. Wow. Du kannst nicht fliehen! Wow. Weg.
Nein! Ach, dammit! Ach, scheiße! In der Stadt war er einfacher. Okay, man muss sehr viel mit Ausweichen arbeiten bei dem Kerl. Isidora, sie hat den Fluch der Pharaonen erweckt. Und... Ja, ja. Oh Gott, das wird nackt. Wir starren fragend in den Abgrund und lassen uns in den Schlaf. Reib das Session gerecht. Ja, ein Sahro. Natürlich wieder ein Sperrgebiet. Ja, mach. Ja. Runter mit dir. So. Meine Fresse. Geht doch. Toll, jetzt kommt Jan auch noch hier an. Hey, oh ah, nee, jetzt soll er jetzt gar nicht selber. Nee, doch nicht. Ein Anubis-Schatten in der Nähe, auch das noch. Ein leichter Schuss, Bastard! Du entkommst nicht! Ich bin dir gerade entkommen, Junge. Jetzt wohl. Das Herz des Pharao. Das Blut seiner geliebten Mutter Tuya. Er geht doch. Ich hau ab. Vor allem, da ich scheinbar Anubis gehört habe. Tatsache. Ja,
Tja, viel Spaß mit dem Vieh. Ich bin weg. Der Schatten des Pharaos hat sich erhoben. Jetzt probieren wir es nochmal. Mal schauen, ob es mal besser wird. Du gehörst nicht hierher, großer König. Wow, wow, wow. Nein! Du Arsch! Ich hatte dich fast. So ein blöder Arsch. Toll. Jetzt, wo es gut lief, hat er einen Schiss gehabt. Also echt. Kleiner Feigling. Ich werde dich schon noch kriegen, Ramses. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Natürlich in einem Lager, wo auch sonst. Die Soldaten graben hier. Ich muss die Lieder vor ihnen finden. Alright. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ach echt. Okay, gratis ein Tier. Vielen Dank. Ah, verdammte Flammen! Ah, toll. Hey! Haha! Geht doch. Hm.